Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Akinator-Video gemeinsam mit Kahn. Wir Hello. Werden heute mal ein bisschen nach ein paar YouTubern hier suchen. Bin gespannt, ob ihr schneller seid oder ob der Akinator schneller ist. Und zwar werden wir das so machen, Kahn, dass wir uns jeweils immer einen YouTuber überlegen. Mhm. Und dann spielen wir das durch und ihr ratet in den Kommentaren fleißig mit und wir schauen mal, wer schneller ist. Und wir müssen gegenseitig natürlich auch wieder raten. Okay, machen wir das wahrscheinlich nicht parallel. Abwechselnd. Parallel, ne? Nee, abwechselnd, ja. Okay, ja, dann starte doch mal. Ich schreibe nur immer die YouTuber bei mir und du bitte auch vorher auf, damit wir nicht schummeln können. Ich brauche nicht schummeln. Ja, Kahn, du bist Master of Schummeln. Du hast letztens sogar noch nach einem Video gesagt, ja, schummeln bei mir ist ja eigentlich schon Normalzustand. Da wundert sich keiner mehr. Hä? Ja, aber hast nö. Hast du gesagt. Ich kann es gerade hier, aber ich habe, also ich habe zwar Zettel, aber da kann ich das jetzt hier aufschreiben. Mhm. Ich kann dich ja, ich kann ja einmal stumm stellen, dann sage ich den Namen und Lena oder Tom schneiden das dann am Ende rein bei mir immer. Na gut. Weil in der Aufnahme werden die ja sehen, dass ich das vorher gemacht habe. Also sonst kann Tom oder Lena können dann schreiben, er hat geschummelt. Na gut, okay. Ich werde es dir jetzt mal glauben. Also, erste Person habe ich aufgeschrieben. Okay, also ich muss erstmal die Thematik auswählen. Da steht Figur oder Tier. Das ist eine Figur, würde ich jetzt eher sagen. Das ist kein Tier. Dann kommt, trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Möchtest ist es, du mir darf auch ich schon, darf ich schon raten? Ja. Ist es Lami? Nein. Okay. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Ja. Ist es Aborg? Nein. Ist es Sadie? Nein, du darfst auch nur eine Frage stellen, Makan. Okay, hast Hat du deine recht. Figur etwas mit Videospielen zu tun? Nein, Kahn. Ja, keine Ahnung, ich passe. Du passt. Hat deine Figur eigene Lieder herausgebracht? Ich glaube nicht. Ich passe weiter. Wenn schon was ist, frage ich schon, keine Sorge. Okay, wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Auch nein. Lebt deine Figur in Amerika? Ja. Oh. Hast du jetzt mal eine Frage? Oder soll ich weitermachen? Ja, also eigentlich nicht. Jetzt ist es noch schwieriger geworden. Macht deine Figur manchmal verrückte Challenges auf ihrem Kanal? Ja. Hat deine Figur mehr als 54 Millionen Abonnenten? Weiß ich nicht. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist es Mr. Beast? Ja, es ist Mr. Beast! Okay, gut. Also, Kahn hat 10 Fragen gebraucht. Schauen wir mal, wie lange der Akinator braucht. Hat deine Figur einen Bart? Ja. Kann man bei deiner Figur etwas gewinnen? Ja. Hat deine Figur mehr als 4 Millionen Abonnenten? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich guck mal, wie viel Mr. Beast gerade hat. 156 Millionen. Okay, das ist gut zu wissen. Hat deine Figur die Menschheit vorangebracht? Schon so ein bisschen. Ich weiß jetzt, also keine Ahnung, ich weiß es jetzt also nicht. Aber ja, okay, Akinator hat. Ja, also Akinator hat Mr. Beast jetzt auch gefunden. Und zwar hat er wie viele Fragen gebaut? Ich habe es jetzt gar nicht mehr gesehen, aber ihr habt es sicherlich noch gesehen. Aber Kahn war definitiv schneller. Ja. Interessant. Interessant, Kahn. Ja, gut, möchtest stellt, du jetzt einmal? Der stellt ja manchmal noch so Sicherheitsfragen. Ja, und ich stell dich einmal kurz stumm. Okay, alles klar. So, dann starten wir mal. Spielethematik. Figur oder Tiere? Es ist Figur. Mhm. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist deine Figur aus dem deutschen YouTube-Universum? Ja. Okay, machen wir weiter. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Dann ja. Ist deine Figur, kennen wir die persönlich? Nein. Okay. Hat deine Figur etwas mit Videospielen zu tun? Ja. Ist es Paluten? Es ist Paluten, ja! Es ist Paluten. Mal gucken, wie lange Danja braucht. Ja! Oh, ja! Woher wusstest du das? Ich kenn mich! Du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte, Alter! Jawoll! Ach, Mann! Das ging schnell. Wie viele Fragen habe ich gebraucht? Drei? Drei Fragen, ja. Stark. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Edgar, ich glaube, das ist von Paluten, ne, das Hausschwein. Ja, weil das ist auch die Frage, mit Edgar zu tun, ja. Ich glaube nicht. Nein.
Nein, auch nicht in Italien. Ja. Ja, nach 10 Fragen hat er Paluten rausgefunden. Also du warst definitiv sehr schneller, aber du kennst mich halt auch sehr gut. Ja, das stimmt. Guck, siehst du, ich habe auch nicht geschummelt. Das Ding ist, ich glaube, ich hätte das mit Paluten auch vorher rausgefunden. Ich glaube da wirklich dran. Okay, alles klar. Danja, du bist wieder dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist deine Figur weiblich? Ja. Möchtest du schon eine Frage stellen? Ist es Emily? Nein. Der Akinator fragt, wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Ich glaube nicht. Willst du eine Frage stellen? Macht deine Figur YouTube? Ja. Es geht ja heute darum, YouTuber zu erraten, Karin. Ach so, stimmt. Aber ja, das war eine sehr verschwendete Frage. Ja, nicht schlimm. Aber der Akinator fragt was Ähnliches. Er fragt, ob es eine Beauty-YouTuber oder eine Beauty-YouTuberin ist. Und dazu kann ich nur sagen, ja. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Haben wir uns Shorts von dieser Beauty-YouTuberin angeguckt? Ja. Okay. Kommt deine Figur aus Österreich und hat blonde Haare? Ja. Ist es Paula Wolf? Es ist Paula Wolf. Ja, ja, guck, wer ist hier so? Das ging schnell. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Ja, der Vorname schon. Ja. Hat deine Figur eigene Lieder rausgebracht? Weiß ich Keine nicht. Ahnung. Ich glaube nicht. Macht deine Figur ein Fantreffen? Weiß ich auch nicht. Sieht deine Figur gefährlich aus? Nein. Hä, warum ist er denn jetzt so verwirrt? Der Akinator ist total verwirrt. So, jetzt, nach 12 Fragen hat er Paula Wolf gefunden und ein sehr schönes Bild von ihr auch eingeblendet, muss ich sagen. Also manchmal sind hier die Bilder ja auch echt ein bisschen hässlich, aber das ist ein echt schönes Bild. Das ist echt ein gutes Foto. Ja, richtig. Nach ihr habe ich gesucht. Okay. Karl, du bist wieder dran. Okay, alles klar. Okay, Danja, also. Ja. Mach deine Figur Videos über Videospiele. Also ich kann so viel sagen, früher ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr so oft. Also sage ich wahrscheinlich. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Hat deine Figur etwas mit einem Schwein zu tun? Nein. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? No. Spielt deine Figur GTA 5? Weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Oder? Ich weiß nicht. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja. Hä? Danja, möchtest du mal eine Frage stellen? Wir sind jetzt bei Frage gerne. Nummer 7. Ist es ein Gaming-YouTuber oder eine Gaming-YouTuberin? Nicht mehr. Nicht wirklich. Nicht mehr. Okay. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Nein. So viel ich weiß nicht. Spricht deine Figur Deutsch? Auch nicht. Kenne ich die Figur persönlich? Nein. Kennst du nicht. Hat deine Figur schwere Aggression? Eigentlich nicht, aber so in den Videos vielleicht. Ist das eine YouTuberin? Also ist es eine Frau? Nein. Ist männlich. Hat deine Figur ein Weihnachtslied gemacht? Ich glaube nicht, nein. Also wahrscheinlich nicht. Hä? Hat der Name deiner Figur 3 Buchstaben? Ja. Hä? Wir sind bei Frage 14. Betreibt deine Figur Kampfsport? Ja. Hat deine Figur weiß-graue Haare? Nein, ich glaube nicht. Hat deine Figur etwas mit Boxen zu tun? Ja, mittlerweile schon. Wenn das jetzt irgendein Box-YouTuber ist, Kahn... Nein, du kennst ihn. Du kennst ihn safe. Hat deine Figur mehr als 10 Millionen Abonnenten auf YouTube? Ich glaube ja, also wahrscheinlich. Hat deine Figur eine Abkürzung für ihren Namen? Ja. Danja, weißt du es vielleicht? Nee, okay. Ich habe gar keine Idee. Verwendet deine Figur Magie? Nein. Und der Akinator hat es nach Frage Nummer 19 richtig herausgefunden, Danja. Hat der Akinator dich besiegt? Ich glaube schon. Der hat mich besiegt. Okay, wer ich gebe dir, einen Tipp, Er ist aus United Kingdom. Ich weiß nicht, wen du meinst. Kenn ihn nicht. Keine Ahnung. Nee. KSI. Kenn ich nicht. Wie kennst du nicht? Es ist, früher war er YouTuber, mittlerweile ist er natürlich sozusagen weltbekannt. Es ist KSI. Kenn ich nicht. Kennst du KSI nicht? Nee. Ja gut, dann war das jetzt ein Win für mich. Der boxt mittlerweile halt und auch sehr erfolgreich. Aber früher war der, also der hat mit YouTube angefangen. Und der macht auch Musik und so. Aber heißt der Kanal von ihm JJ oder Tunji? Ja, genau, Tunji? genau, genau,
Genau, das ist mittlerweile. Okay, nee, den kenne ich nicht. Ja, okay. Der hat 16,2 Millionen Follower. Ja. Nee, tut mir leid, ich kenne ihn nicht. Ja, da merkt man mal wieder, dass wir in absolut verschiedenen Bubbles unterwegs sind. Aber der hat früher viel so FIFA-Videos und so gemacht, also so Comedy. Ah, ja, gut. Dann ist verständlich, dass ich ihn nicht kenne. Ja. Okay, dann hau mal raus. Nächste Person oder beziehungsweise nächster YouTuber oder YouTuberin. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist es Lami? Nein. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Ja. Hat deine Figur was... Ist es Bapo? Ja, nein. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ja. Okay, hat deine Figur ein Hausschwein namens Edgar? Nein. Also ich frag mal, weil ich es nicht mehr weiß. War deine Figur weiblich? Nein. Okay. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Ja. Ist deine Figur ein Mikrofon? Nein. Ist deine Figur ein, so ein OG-Skin aus Fortnite? Nein. Ist es Luca? Nein, aber genau das gleiche fragt mich der Akinator auch gerade. Ja, weil 4 Buchstaben. Ja. Trägt deine Figur eine Brille? Ich glaube nicht. Hat deine Figur blonde Haare? Nein. Ist die Lieblingsfarbe von deiner Figur rot? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warte, 4 Buchstaben, männlich, YouTuber. Macht er Gaming-Videos? Ja. Okay. Trägt diese Figur ein Bart? Ja. Macht er Roblox-Videos? Auch. Hat deine Figur eine Frau geheiratet? Das weiß ich nicht. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Also ich würde nicht sagen durch TikTok, also wahrscheinlich nicht. Spielt deine Figur GTA 5? Ich glaube nicht. Keine Ahnung, wen meinst du denn? 4 Buchstaben? Lebt deine Figur in einer Großstadt? Ich weiß es nicht. Kommt deine Figur aus Bielefeld? Ich weiß es nicht. Gehört deine Figur zur Fischgang? Ich weiß es nicht. Ich hätte sonst gesagt, bin ich es? Nein, war deine Figur ein Gründungsmitglied der Band? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur ein Hund? Nein, es ist nicht Claudio. Hat deine Figur eine Katze? Wahrscheinlich nicht, ich weiß es aber nicht. Boah, weißt du überhaupt, wen du selber meinst? Ja, aber ich kenne die Person halt jetzt nicht so super gut. Oh Gott, spielt deine Figur bei Craft Attack 6 mit? Was ist das denn? Das ist bestimmt irgendein Minecraft-Format. Kommt dein YouTuber aus Deutschland? Ja. Okay. Also... keine Ahnung. Es könnte gut sein, dass der da dabei ist. Oh, mach doch dann sonst, ich weiß nicht. Ich mach mal wahrscheinlich. Spielt deine Figur Roblox, ja? Kennt deine Figur Lumex? Wahrscheinlich. Okay, der Akinator hat's erraten. Willst du auch noch einen Guess abgeben? Nee, keine Ahnung. Dr. Banks! Ah, okay, ja. Aber der heißt ja mittlerweile nur noch... Ja, der heißt ja nur Banks. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen gerade. Habe ich gar nicht dran gedacht. Der heißt halt nur Banks. Ja, ist schon richtig. Alles gut. Ja. Ja. Khan, ja. Let's go. Nächste Runde. Okay, dann kurz stumm. Okay. Danja, erste Frage. Ist deine Figur weiblich? Ja. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein, ich glaube nicht. Gehört deine Figur zu deiner Familie? Nein. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Ja. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Wohnt deine Figur noch bei den Eltern? Wahrscheinlich nicht. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ist es Sandy Rowell? Nein. Lebt deine Figur wirklich? Ja. Ist deine Figur älter als 26 Jahre? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ist deine Figur eine Gamerin in diesem Fall? Ja. Sieht man das Gesicht deiner Figur? Ja. Trägt deine Figur Kopfhörer? Ja. Wohnt deine Figur in Concrafters Zimmer? Nein. Okay, so. Jetzt, wenn ich diese Frage beantworte, wirst du es wissen. Also musst du jetzt... Bin ich es? Nein, bist du nicht. Schade. Okay, bist du hat es? Deine Figur Hörner? Ja. Ah, es ist Gnu. Richtig. War deine Figur schon mal mit Wednesday Addams zusammen? Nein. Wohnt deine Figur in Nürnberg? Ich glaube nicht. Ich glaube in Stuttgart. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ich glaube in Stuttgart.
Ich weiß von niemandem, wo er wohnt. Also außer von dir und Lena und Tom. Spielt die Figur gerne Fortnite? Nein, ich glaube nicht. Auch nicht in Berlin. Drei Buchstaben? Ja. Fortnite? Wahrscheinlich nicht. Gehört deine Figur zu Haus Gryffindor? Weiß ich gar nicht. Es ist Gnu! Ja! Und der Akinator hat es herausgefunden. Sehr gut. Aber da war ich trotzdem noch schneller als der Akinator. Ja, aber ich habe ja gesagt, mit der Frage, also müsste es der Akinator eigentlich auch schon wissen. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen langsamer geworden. Vielleicht ja, ist er vorsichtiger geworden, weil es oft falsch ist. Okay, Kahn, jeder noch eine Person. Ist deine Figur ein Mädchen? Ja. Wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Macht deine Figur Schminkvideos? Nein. Willst du auch mal was fragen zwischendrin? Nö. Okay. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Hat deine Figur drei Pferde? Nein. Lebt deine Figur in der Wildnis? Auch eine wilde Frage. Nein. Bist du es? Ja, ich bin es! Ich wusste es auch. Das war klar. Ich will wissen, welches Foto von mir beim Akinator drin ist. Hat der Name deiner Figur fünf Buchstaben? D-A-N-I-A? Ja, natürlich. Hat deine Figur Locken? Ja. Hat deine Figur einen YouTube-Partner? Ja. Trinkt deine Figur gerne Tee? Ja. Yay, gefunden! Ah, dieses Bild ist drin. Ich glaube, das ist schon länger da drin. Wer hat das denn eingereicht? Eingereicht von X. Irgendwer hat das eingereicht. Kann man also das ich werde nicht mich aussuchen, aber ich suche mich mal gerade ganz kurz. Ich möchte das jetzt auch mal wissen. Ja. Ja, boah, das ist ja ein sehr altes Bild. Noch aus dem alten Studio. Aber ich find's cool, dass hier steht YouTuber, TikToker und Fußballer. Fußballer steht bei dir dabei? Ja. Voll gut. Ja. Aber gut, bist ja auch Fußballer, ne? Ja, hat gut, einfach in der Kreisliga. Ich bin einfach abgestiegen in die letzte Liga, die es geht, aber ist okay. Okay, so, meine letzte Figur. Warte kurz. Ja. Alles klar, dann ja. Jetzt ein ganz schwieriger Fall. Mal gucken, ob du es rausbekommst. Mhm. Ich glaube nicht. Ist deine Figur weiblich? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Mhm. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Hat der Name deiner Figur vier Buchstaben? Nein. Spielt deine Figur GTA 5? Ja. Hat deine Figur einen Kanal namens iCrimex? Nein. Zeigt sich deine Figur? Ja. Hat deine Figur ein Hausschwein namens Edgar? Nein. Trägt diese Figur ein Bart? Ja. Ist es Roblox? Nein. Ist deine Figur Gamer für Minecraft? Nein. Boxt deine Figur? Wahrscheinlich nicht. Spielt die Figur gerne Fortnite? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur einen genauso berühmten und erfolgreichen Bruder? Nein, ich glaube nicht. Kommt deine Figur aus einem Zeichentrickfilm? Nein. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Ich glaube nicht, nein. Hat deine Figur viele Tattoos? Nein. Spielt deine Figur Roblox? Nein, ich glaube nicht. Kümmert sich deine Figur um ein Baby? Nein. Hat deine Figur eine Brille? Nein. Kann deine Figur bellen? Ich glaube nicht, nein. Trägt deine Figur einen Mundschutz? Auch nicht. Macht deine Figur GTA 5 Mythen? Nein. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Okay, er hat es immer noch nicht rausgefunden. Ja, ich also machen nicht. Wir mal weiter. Hat deine Figur einen berühmten Bruder? Nein. Kommt deine Figur aus dem Spiel Jedi Fallen Order? Nein. Hat deine Figur etwas mit Codemasters zu tun? Nein. Spielt deine Figur viel FIFA? Ich glaube nicht. Hat deine Figur etwas mit Fortnite zu tun? Auch nicht. Hat deine Figur etwas mit einem Drachen zu tun? Nein. Wohnt deine Figur in deiner Nähe? Nein, ich glaube nicht. Kommt deine Figur aus? Nein. Hä, wen hast du denn? Okay. Du musst die Fragen auch vorlesen. 38? Ja, aber das sind Fragen, die helfen dir auch nicht weiter. Frage 38 ist jetzt wichtig. Verstellt deine Figur oft seine Stimme? Ja. Oh! Sadie. Er hat's rausgefunden. Sadie. Nach Frage 39. Sadie. Falsch. Ich hab gesagt, der spielt kein Roblox. Ach so. Also, der ist... Also, hier steht als Twitch-Streamer und der ist auch auf Twitch groß geworden und ist auch hauptsächlich auf Twitch, aber er ist auch YouTuber mittlerweile. Also, macht auch YouTube. Ich glaube, du kennst ihn nicht.
Ja, warum nimmst du das denn dann? Wie soll ich den denn dann erraten? Tja, so schwierig. Alter, und wen hast du jetzt genommen? Abu Goku. Nein, nee. Macht der auf TikTok so Videos, wo der so ist? Eigentlich nicht, nein. Der macht GTA 5 Roleplays. Abu Goku. Nee, kenne ich nicht. Ja, da hast du Pech gehabt. Ja, danke, Kahn. Du musst natürlich auch jemanden nehmen, den ich kenne, Mann. Was? Danke ja, für und? Nichts, das ist ey. Das Allgemeinwissen, musst du kennen. Ja, das nächste Mal nehme ich auch jeden. Also, hallo? Ja, hättest du doch. Ich krieg die Krise wirklich. Ey, ganz ehrlich, da krieg ich schon wieder so eine Krawatte, krieg ich da. Ciao, Kakao. Tschö.